So, Freunde, willkommen zur Allianz-Quest, beziehungsweise Kampf der Ritter, Clash of Knights. Und ja, ich habe gehört, es gibt wohl, oder einige haben Probleme damit. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht angefangen. Ja, wir werden sehen, ob ich auch damit Probleme habe. Wenn man sich wundert, warum das Intro noch nicht ist, das ist von gestern. Da gab es ja dieses Problem, dass man es nicht starten konnte, dass das Portal weg war und so. Und da habe ich dann bei mir geguckt, ob es funktioniert, und es hat funktioniert in dem Moment. Deswegen sind wir jetzt von dem Intro befreit. Wie gesagt, wer es gucken will, hat es wahrscheinlich auch bei sich selber schon gesehen. Ja. Gut, Eventgefahr, was ist das denn? Die Burg wird mit Brandfallen verteidigt, die Fallen lösen alle 4 Runden aus oder werden ausgelöst. Wenn sie von Brandfallen getroffen werden, brennen deine Helden und ihr Angriff wird vermindert. Okay, warte, Brandschaden und Attack Down. Ja, steht ja hier auch. Okay, alles klar. Gut. Ja. Wir rushen eh mit einem Team durch. Deswegen spare ich mir die Übersicht, was wir da für Gegner haben. Ich habe die Übersicht, aber jetzt nicht parat. Also ich weiß, dass ich sie irgendwo habe. Wir gucken mal, das ist eh das Team, was ich nehmen würde oder was ich nehme, um einfach da da durchzurushen, beziehungsweise mit guten Scores dann der Allianz weiterhelfen kann. Ja, das sind Truppen, sind auch soweit alle richtig. Okay, wir gucken einfach mal. Die Burg wird mit Brand fallen, okay. Das kennen wir ja. Ich, das ist jetzt eine Testrunde, ja. Ich will einfach nur mal gucken, was hier so alles passiert. Das ist jetzt alles kein, geht jetzt mir jetzt nicht um die Zeit, sondern einfach nur mal gucken, auf was wir uns hier einlassen. So, jetzt brennen wir und haben den Attack down. Okay. Das ist alles, was passiert. Wie viel Brandschaden kriegen wir da? Okay, im Endeffekt, alles klar. Im Endeffekt wollen wir ja gar nicht so weit dahin kommen, dass das passiert. Ja, wir spielen eigentlich nur, dass wir ein schnelles Board haben, beziehungsweise ein gutes Board haben, mit dem wir dann direkt killen können. So wie hier jetzt zum Beispiel. So. Oh wow, das zieht aber gerade ordentlich. Wir sehen, wie lange das gedauert hat, bis die Pfeile da losgeflogen sind. War nicht gut. Na, also wir sind durchgekommen, ohne dass das hier ausgelöst hat. Das ist jetzt natürlich mein Spielstil, dass ich jetzt so lange warte, bis ich halt da ein gutes Board kriege, ja. Das Ding ist natürlich, kann man das, könnte man jetzt nochmal rausfinden, oder das ist jetzt was für diejenigen, die jetzt da Probleme haben, kann man das mit dem Gegengift wegmachen? Oder ist das, das müsste man eigentlich können, oder nicht? Und dann sollte das eigentlich nicht mehr dramatisch schlimm sein, wenn man es nur durchspielen will. Meine Vermutung. Das Board ist schlechter. Mache ich nicht weiter. Sonst müsste man mir nochmal sagen, wo das konkrete Problem ist. Wie gesagt, ich spiele es halt im, ja, wie soll ich sagen, im Competitive-Modus durch, sage ich jetzt mal. Also ich versuche wirklich, dass das gar nicht so weit, dass wir gar nicht so weit kommen. Dass das mit dem Brand da so wirklich effektiv uns schadet. Da siehst du schon, dass es Einzelmatches nur, die wir machen können, keine Kombination, nichts. Ist auch schon zu schlecht. Bringt der noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nein.
Okay. Ansonsten Gegengift, Heilung mitnehmen. Vielleicht auch einen Heiler an sich mitnehmen. Das sind so die üblichen Sachen, die ich jetzt da von mir geben kann tatsächlich. War nicht gut. Also das erste war okay. Das war, damit konnte man was anfangen mit dem Board. Aber hier waren jetzt keine Kombos, hier war nix. Wir könnten es durchspielen, aber ich weiß nicht. Will ja auch schon, dass es. Aber vielleicht ist es jetzt auch nur, dass ich das so sage, dass ich da kein Problem sehe bei den unteren Stufen. Vielleicht sieht man die, kommen die Probleme ja auch erst bei den oberen Stufen. Weiß ich nicht. Na, hier haben wir jetzt Kombos, aber nicht mit unserer Farbe. Das ist dann der nächste Schritt, den wir brauchen. Kombos in unserer Farbe. Na, jetzt haben wir den Brandschaden. Naja, gut, komm, machen wir mal. Sind ja in Anführungsstrichen nur hier diese Pfeile, die wir da brauchen. Gut, und jetzt ist natürlich hier der Knackpunkt, dass wir den Attack down haben. Aber es reicht tatsächlich noch, zumindest in den ersten Stufen. Okay, war jetzt keine Glanzleistung, war jetzt nicht perfekt, aber lassen wir jetzt mal so stehen. Da werden wir eh uns noch Scores besorgen, weil das ist sowas, wenn es für die Allianz ist, dann gucken wir da natürlich, dass wir das ganz gut machen. Ja, beim letzten Mal war ich. Ich weiß gar nicht, bei der Allianz ist, ich glaube, unter den Top 3 oder sowas bei uns. Würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube ja. Oder ich war lange auf 3 oder auf 2. Weiß nicht mehr. Ich glaube, Kevin und Velina, die waren vor mir. Ah, weiß ich auch nicht mehr. Müsste ich nachgucken. Ist ja auf YouTube dokumentiert, das ist ja der Vorteil. Also egal, was ich erzähle, man kann es immer nachgucken, ob ich lüge oder nicht. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich meine, es war ganz ordentlich. Aber wie gut es jetzt am Ende genau war, weiß ich nicht. So, das sieht hier schon mal gut aus. Mal gucken, vielleicht haben wir hier Glück und hier passiert noch ein bisschen kombomäßig sehr schön mit Blau. Okay. Okay, und wir haben den Diamanten. Aber den will ich eigentlich gar nicht spielen, weil das ist dann wieder ein Move, der wieder dazu zählt und uns weniger Punkte gibt. So, eigentlich egal, auf wen wir gehen. Reicht auch. Natürlich schön gewesen, wenn das noch irgendwie zum Diamanten geformt hätte oder irgendwie sowas. Bin noch nicht so überzeugt von diesem Board. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Oh, wow. Das ist gar nichts. Okay. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ein blaues Steinchen habe ich da gesehen. Maximal zwei. Wird schwierig. Okay. Ja, hätten wir den jetzt hier anders getroffen.
dass wir die mit dem Diamanten alle gekillt hätten. Dann wäre es gut gewesen. Aber so waren zu viele Züge schon und keine Folgekombos und sowas alles. Ich muss ja wirklich, ich muss mich ja immer daran da ermahnen, dass ich nicht die Items wahllos rausballer, sondern auch die Level spiele, die man vermuten kann, dass es ein guter Score wird. Das war jetzt, ist hier auch schon nicht so der Fall. Ich werde mal gucken, dass ich für das epische Video die Liste dann daneben habe, dass Leute, die es interessiert, dass die dann da gucken können. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht, weil ich halt mit dem gleichen Team durchspiele. Aber ist vielleicht für die anderen auch interessant. Ah, das ist auch nicht. War hier. Ja, der Diamant kommt jetzt zu spät. Jetzt haben wir schon wieder den Brand. Wir haben keine Kombos gehabt. Das heißt, es ist ein Board, wo ich keine Items verschwenden werde. Dementsprechend können wir da rausgehen. Das ist auch schon nichts, was ich spielen möchte. Da hätte sich mehr tun müssen. Ja. Wenn ich einen Diamanten mache, dann muss da mindestens irgendwie drei, vier Kombos kommen oder sowas. Sonst ist das traurig. Gar nichts mit anfangen. Der in der Mitte ist immer weg. Das ist schön, aber die Außen, die stören mich halt immer. Und das muss halt irgendwie dann durch eine Combo passieren, dass dann da die Außen halt auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass du dann weitermachen kannst. Jetzt haben wir hier wieder zwei blaue Steine. Und sonst auch nichts. Also jetzt gucken wir mal, was hier passiert, wenn wir das machen. Geh mal hin. Eigentlich nicht, nein, nein. Ja, es war schön, aber es bringt mir nichts. Weil die Kaskade und sowas alles, das muss mit Blau passieren, dass wir da den Damage reinkriegen. Ah, yeah. Sehe ich schon. Lohnt sich nicht. Keine Kaskade, zu wenig Blau. Ja, definitiv zu wenig Blau. Ja, vielleicht durch Kaskaden, dass da irgendwas hochkommt. So, da hätte sich jetzt irgendein blauer Diamant bilden müssen und im Optimalfall sogar aufgehen müssen. Dann wäre das top gewesen. Aber so. Die Kombos sind zwar da. Ah, warte mal, vielleicht. Ja, wir müssten hier die Außen killen. Das ist auch schon zu lange. 33. Muss dann alles ruckzuck gehen.
Aber ich würde es jetzt auch gerne zeitnah das Level dann beenden wollen. Also wenn jetzt das nächste Gute kommt, wo ich sage, ja, ist nicht perfekt, aber kann man machen, dann spielen wir das weiter. Was definitiv nicht. Ich glaube, das hat Potenzial, dass wir es durch, dass wir hier zumindest die Runde beenden. Obwohl eigentlich auch wieder nicht. Ja. Ich mache das jetzt mal absichtlich, weil ich da das blaue Match gesehen habe, das uns vielleicht ein bisschen weiterbringt, aber auch nicht so wirklich, ne? Ja, war nicht gut. War nicht gut, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr, die ganze Zeit diese Runde zu wiederholen, ehrlich gesagt. Na, da geht deutlich mehr. Guck mal, hier 39, da nur 40. Da muss deutlich mehr gehen. Das war halt auch nicht gut. Aber zum Glück sehe ich das und kann da nochmal dann explizit nachgehen und das hier ist nichts. Sehe ich schon direkt. Jetzt geht das gleiche Dilemma mit der Runde wieder los, weißt du? Das ist das, warum ich sage, Events, buh, nee, lass mal sein. Also so richtig Hardcore-Events lassen wir sein, ne? Also nicht auf Top 10 oder sowas, das ist mir zu wild. Wir kommen ins Feuer rein, gefällt mir nicht. Auch schon mit zwei Zügen. Ich will es beenden, bevor das Feuer kommt. Das sollte das Ziel sein. So, hier haben wir jetzt einen Diamanten. Okay. Kommen wir da irgendwie noch eine Kaskade hin? Nein. Aber wir können das mal so machen. Okay, ich mache jetzt extra den Diamanten so. Dann blöcken wir uns durch die zweite Runde und haben die Specials voll. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn uns dieser Diamant jetzt noch eine Combo gebracht hätte, aber weißt du, man kann auch nicht alles haben, ne? Leider. So, zack, 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 zack. Reicht das? Reicht noch nicht? Okay. So ein Board mit ein bisschen mehr Kombos. Super. Nicht gut hier. Müsste gleich mal gucken, wo man das wieder sehen kann, wer wie viele Punkte gemacht hat aus der Allianz. Konnte man ja beim letzten Mal sehen. Nee. Nee, nee. Nicht so. Das wäre schön, wenn jetzt hier noch ein bisschen mehr Blau gewesen wäre. Und noch, ja, so blaue Kombos wären schön gewesen, aber so nicht. Mehr Kombos. Wir brauchen mehr Kombos. Mit so Einzelmatches komme ich nicht voran. Das bringt mir nichts. Okay.
Vielleicht bringt uns der Diamant ein bisschen weiter, was Kombos angeht. Nee, ja, so gar nicht. Egal. Und die Specials voll, die reichen wahrscheinlich mit einem Axtwurf dann noch für die Bossrunde. Hätte hier noch Kombo-Möglichkeiten, aber. Okay. Okay. Glaube ich. Ja, 60, weil es halt jetzt drei Gegner waren, ne? Drei Endbosse. Ich habe halt auch kein Richtwert, was jetzt die Scores angeht, ob das jetzt akzeptabel ist oder nicht. Das werden wir dann sehen, wenn wir es abgeschlossen haben mit der Position, die wir haben. Oder wir sehen es dann, wenn ich mir, oder ich sehe es dann, wenn ich mir die Scores von anderen besorge. Nichts mehr reißen. Ich könnte mal gucken, warte, wer ist denn hier ganz oben? So, das ist Top Allianz. Ah, Top. Ah, deine Allianzmitglieder, da kann ich sehen. Ah, okay. Oh, guck mal, die sind jetzt sogar vorne. Nicht Top Spieler. Oh! Sie spielt noch. Das ist. Nee, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Sie spielt doch nicht mehr. Ich weiß, dass sie nicht diese Truppen hatte. Das muss ich ihr aber mal zeigen. Rogue Assassins kenne ich gar nicht. Top-Spieler. Ah, Team Korea, ja. Den kennen wir. Das ist unser Eventspieler. Team Korea könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da sehr weit oben landen. Wobei ich weiß nicht, ob die so für Event sind. Das weiß ich nicht. Die haben auch tatsächlich, ne, Team Korea, die haben 8000 Punkte gegen die, oder fast 8000 Punkte gegen die Avengers im Krieg gemacht. Letzten Krieg. Das ist schon, also die sind schon mittlerweile eine, ehrlich gesagt, eine Nummer für sich. Aber das ist halt auch besten Spieler aus Südkorea, Schrägstrich Asien, weiß ich nicht. Ob es jetzt komplett Asien ist oder nur Südkorea. Das sind halt die, die komplett am meisten ausrasten mit dem Geld, ja. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, diesen Screenshot, den ich da gezeigt habe mit einer Heldenkapazität von 1100 und die Heldenkapazität war überladen mit 3300 von einem koreanischen Spieler. Ich weiß, wer es ist. Ja, da sieht man, dass diese Leute das Spiel sehr, sehr ernst nehmen und auch tatsächlich am Leben halten. Ja? Also da bringt es dann auch nichts, wenn Leute sagen, ja, wir geben jetzt mal 2 Wochen nichts aus. Das hat der Südkoreaner dann in einem Tag wieder reingeholt. Wenn nicht sogar nur in ein paar Stunden. Oder ein paar Minuten, je nachdem, wie schnell er klicken kann und wie das sein Bankkonto mitmacht. Ah, 47. Hätten mehr Kombos sein können, ne? Bei 64 erstmal eine Verbesserung, ist erstmal gut. Das auch nochmal, warte mal. Ich mache ihn jetzt hier als nächstes, damit er endlich mal weg ist da oben aus dem Team. Und ich würde ihn auch gerne tatsächlich auch nutzen. Wenn's passt. So als dritten Lilanen oder sowas mit seinem Gegenschlag auf alle. Kann ich schon was mit anfangen. Und ich bin ja sowieso auch ein Freund davon, auch mal wieder Season 1 Helden so ein bisschen eine Chance zu geben. Die mit denen ein bisschen zu spielen.
Anstatt immer den ganzen top-aktuellen 4 Sterne und 3 Sterne. Weil, wie gesagt, im Kostüm ist er ja nicht schlecht. So, aber jetzt haben wir hier schon wieder ein Problem. Ja, ne, du willst halt nicht, dass der Gegenschlag aktiv wird. Also du willst sie schon so killen, dass, dass du da wenig von hast. Schade, wäre da ein Diamant gekommen, wäre das sehr nice gewesen. Da haben wir zu wenig Kombos gehabt, gefällt mir nicht. Wir kriegen grünen Diamanten. Das will ich mir nur mal angucken, ob da irgendwas passiert. Okay. Gegenschlag ist auch aktiv. Macht keinen Sinn. Oh, wow. Okay. Da denkst du, wenn ganz viel rot und lila ist und du das wegmachst, dann kriegst du Kombos mit deinen Farben, ne? Ja. Hast aber nur gedacht. Klappt nicht immer. So. Ist nicht gut, aber ich habe keine Lust mehr. Denken wir das jetzt mal. Wir haben ja genug Blau da noch liegen, aber ich will natürlich möglichst wenig davon spielen, einfach weil es halt Punkte kostet, ne? So. Rato, reicht das? Sonst müssen wir nochmal. Ne, reicht noch nicht. Okay. Ja, eine Minute ist zu lange. Eine Minute drei, zwei, ist zu lange. 60, ja, immerhin ein bisschen verbessert. Gucken wir mal eben, ob wir das Level hier verbessern können. Eher nicht. Eher nicht. Gut, so. Naja, kein Blau mehr, nichts. Es kann sein, dass ich in der Bossrunde ab jetzt, oh, das ist schön, auch meine blauen Steine brauche. Ja. Aber hier habe ich jetzt nicht viele blaue, aber ich versuch's mal. Okay. So, zeitlich sind wir gut dabei. Da machen wir es mit Gato. Wir können auch Nordri nehmen, das passt auch. Obwohl da das Special länger dauert. Da sollte man dann doch überlegen, Gato zu nehmen, das geht schneller. 51,3, gute Zeit, glaube ich. 75 ist okay. So. Das ist nicht gut. Das werden wir nicht weiterspielen. Gut. Da komm. Letzter. So, es gibt die Combo.
Okay. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank für nichts. Da kannst du eigentlich schon direkt aufhören. Da siehst du schon, dass das bringt gar nichts. Na komm, machen wir was. Und den vorgeschlagenen Move läuft. Der war voll gut, der vorgeschlagene Move. Echt viel gebracht. So, Diamant. Diamant auslösen. Das wäre das Optimale. Blauer Diamant, der direkt danach auslöst, die erste Welle komplett killt. Boom. So, da haben wir schon den Gegenschlag. Das heißt, das ist für uns dann beendet. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Welche Gegner du kriegst am Anfang. Ob das jetzt rote sind oder ob es die Raben sind. Die roten kannst du so schnell wegmachen, den Raben dann eher nicht so mit blau. Und dann noch zusätzlich das Board, was du brauchst. Also, da kommen einige Faktoren zusammen. Na, guck mal, der rote. Der wäre wahrscheinlich jetzt weg gewesen mit den vier. Vermutung. Also alles von mehreren Faktoren jetzt auch noch hier abhängig. So, was kommt hier jetzt bei rum? Das war sehr schön. Ich mach den jetzt mal. Okay, ich würde es probieren, auch wenn Gato jetzt angeschlagen ist. Oh wow, Gato ist so gut wie tot. Und der Rabe, was hält der Rabe denn alles aus, bitte? Okay, der Rabe, der ist overpowered hier, wie das aussieht. Nein, nein, nein. Muss ihn und ihn machen. Weil sonst macht er sich den Attack down. So, jetzt muss es ein bisschen flotter gehen. So, so, so. Das sind die drei wichtigsten, die wir brauchen. Jetzt machen wir den. Nein, er ist weg. Das hätte nicht passieren dürfen. Er hätte nicht sterben dürfen. Ach, das hat jetzt Punkteabzug gegeben. Ach, so ein Scheiß. Ja, außergewöhnlich. Ich glaube, das ist ein Unentschieden. Boah, das hätte ich nicht erwartet. Ich muss zugeben, es war angenehm, gegen euch Wölfe zu kämpfen. Finde ich auch, Raben. Ihr habt alle gut und fair gekämpft. Dann wollen wir eine Vereinbarung treffen. Für diese Periode werden wir gemeinsam regieren. So soll es sein. Ich werde noch ein wenig üben. Nächstes Mal werden die Wölfe gewinnen. Träum weiter. Und so geschah es, dass die Raben und Wölfe die Burg gemeinsam regierten. Zumindest bis zum nächsten Zusammenstoß. Wow. War ja sehr erfolgversprechend. Also den hier, den hätten wir definitiv. Wär Gato nicht gestorben, das war doof. Also an sich war's gut. War ich mit zufrieden mit dem Board. Aber nicht mit dem Ausscheiden von Gato. Das war dieser eine Kackrabe am Anfang. Ich habe gedacht, wir würden das zeitlich schaffen. Dass da nichts anbrennt. Aber naja. Gut, also so sieht es aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gute Scores sind, ob das mittlere Scores sind, ob das schlechte Scores sind. Hat vielleicht irgendeiner. Wir haben noch wenig gespielt. Elina hat auch wenig gespielt. Ja gut, das kann man jetzt gar nicht sagen. Das kann sein, dass das jetzt ihr seltener Score ist oder dass sie gefühlt nur drei bei Legendär gespielt hat. Das weiß ich nicht. Aber da müssen wir noch ein bisschen machen. Ich weiß, dass Andrew auch ein Eventspieler ist. Das wird sehr interessant werden. Ja, er sowieso. Da bin ich mal gespannt.
Bin ich gespannt, auch wo wir am Ende landen werden. So, ich würde sagen, das war's für selten. Und wir sehen uns dann wieder in episch oder legendär. Müssen wir mal gucken, was dann sich als nächstes spielt. Ich denke, der Reihenfolge nach spielen wir episch. Und dann gucken wir mal, wie das da läuft. Also, Freunde, viel Erfolg. Und wie gesagt, falls jetzt irgendwas war, wo jetzt ein Problem war, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt keins akut gefunden. Also, die Events sind so für mich wie immer. Aber vielleicht auch, weil ich es so auf die Art und Weise spiele, wie ich es spiele, ne? Wenn man es jetzt normal durchspielen würde, dann würde ich Gegengifte mitnehmen, ich würde Heiler mitnehmen. Aber das Ding ist halt auch, ich weiß, dass die Specials wahrscheinlich am Ende auch relativ reinballern. Also dann vielleicht die Level, wo man nicht weiterkommt, mit Mono versuchen. Und dann vielleicht es dann mal so ein Level so spielen oder die Level, die man nicht mehr schafft, dann so spielen, wie ich es gespielt habe. Weil so sieht man, es dauert zwar länger, es kostet ein bisschen Weltenergie, aber so kann man es eigentlich ohne Probleme schaffen. Zumindest auf selten. Das Gleiche wird natürlich bei Episch und bei Legendär wahrscheinlich auch so in dem Dreh sein. Deswegen einfach ein bisschen rumexperimentieren oder einfach in die Kommentare schreiben, wo das Problem ist. Ja, dann gucke ich mir das an. In dem Sinne, macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.